Hallo und herzlich willkommen hier zu Dungeons 3. Es geht mal wieder weiter. Die Erschütterung der Macht haben wir jetzt hier als neue Mission. Da müssen wir wieder frisch anfangen. Ja, das haben wir das schon gelesen. Jetzt lese ich es geschwind mal. Natalia hat den Schicksalsberg erklommen. Das unsagbar Böse hatte sie hier hingeführt, um sie mit einem Ritual zu stärken. So, um was geht's hier? Also das ist klar, das ist nur die Mission selber. Kann Dunkelelfen nicht bluten sehen. Lass Tanyas Lebensenergie während der Rituale niemals unter 75% fallen und Opfergaben. Opfert in der Mission eine Erschütterung der Macht alle Titanen innerhalb von 40 Minuten. Ja, ich werde doch meine Titanen nicht opfern. Nee, das wird nicht. Außerdem 40 Minuten, das schaffe ich nicht. Nee, ihr wisst, ich bin da sehr gemütlich und mal schauen, wenn wir einen Dungeon aufbauen müssen, dauert es eh erstmal ein, zwei Folgen oder sonst wieder. Wollen wir doch mal schauen hier, ne? Auch wenn man es vielleicht schnell schaffen kann, ne? Du, kann man hier. Nee, ich weiß gar nicht, kann man hier durchschalten? Nee, kann man nicht. Ja, müssen wir halt den Ladeschirm warten. Weil ich jetzt hier groß wieder zu erzählen habe hier. Wahnsinn. Was für ein Aufstieg. Warum muss dieses Ritual hier oben stattfinden? Ausbildungen des Helden immer an abgelegenen Orten stattfinden. Wissen du das müsstest, junger Padawan. Talia hatte den Schicksalsberg erklommen. Das heimtückische Böse hatte sie hierher geführt, damit sie an Macht gewinnen könnte. Dazu bedurfte es der Durchführung des Rituals der Opferung. Opferung? Hört sich jetzt erstmal nicht so super an. Natürlich wurde nicht Talia geopfert, sondern vielmehr ihre Untertanen. Genauer sollte jeweils ein Titan durch ein Ritual ihrerseits geopfert werden. An diese Stelle musste der Oger geführt werden, um das Ritual auszulösen. An jener Stelle musste der Grabgolem ausharren, um das Ritual durchzuführen. Zu guter Letzt musste der Grubenlord an diese Stelle gebracht werden, um das Ritual abzuschließen. Okay, das kriege ich hin, aber was hat es mit dieser Feuerwand auf sich? Stürmisch du bist, junger Padawan. Dich erst deiner Aufgabe zuwenden, du musst. Okay, solange du aufhörst, so komisch zu reden, soll mir alles recht sein. Okay, ja, das ich mach mal kurz Pause. Ja, also ist es doch so, wir haben gar keine Wahl hier. Wir müssen die Titanen opfern. Ja, also das heißt irgendwie aufbauen, dann die Dinger dahin manövrieren und ja gut, wahrscheinlich ist die Reihenfolge egal. Ja, eigentlich Oga, dann der Dings da, der Krabdinger da und dann der andere, der Feuerdinger da. So, gut, macht das Armee-Lagerblatt ist auch noch zu machen, aber jetzt müssen wir wohl erstmal den Dungeon aufbauen. Ne? Wir schauen uns mal so ein bisschen um, wir haben ein bisschen was hier. Naja, da gibt es hier so ein blödes Portal. Was haben wir da? Da ist er versteckt. Eine kleine Werkstatt haben wir. Gut, ist alles ausbaufähig. Ja gut, eigentlich der gewohnte Trott wie immer, ne? Würde ich mal sagen. Gut, wir haben... Warte mal, wir haben das Portal hier. Haben einen Zustieg und da hinten haben wir auch noch ein Portal. Ah ja, okay. Toll. Naja, drei Eingänge. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Das kennt ihr ja schon von mir, dass ich das nicht leiden kann. Die Werkstatt. Ich glaube, die muss ich mal ein bisschen vergrößern gleich auf den Hinblick hier. Ja, ich habe letztens einen Tipp in den Kommentaren gelesen. Irgendwas mit Gold. Ja gut, das Gold, wo man die Goldhaufen baut. Das ist mir schon bewusst, dass es dann mehr Gold gibt. Oder ansonsten habe ich es auch nicht ganz kapiert, wie es gemeint war. Weil, ja gut, mache ich ja eigentlich immer, dass die das nicht so weit tragen müssen. So, Werkstatt. Ich meine, ich hätte eigentlich hier nämlich vor, dass ich da noch... So, dass ich nämlich da gleich noch ein Sinn baue, so ein Ding. Und natürlich, das Versteck muss auch größer werden hier. Das ist ja popelig hier. So, jetzt sind wir aber hier im geraden Raster hier machen. Wir müssen ja diesen Feuerdings da hier beschwören auch. Also müssen wir auch Platz haben. Oder bestellen den Oger, der braucht hier Platz. Deswegen machen wir gleich mal das Versteck größer. Machen wir hier mal Turbo rein. So, Versteck. So,
Jawohl. Da haben wir das Versteckgrößer. Jetzt müssen wir einfach mal. Ja gut, das hilft einfach nicht. Wir werden jetzt einfach mal hier rumgraben, ne? Okay. Was ist denn hier los? Haben wir da mal und wie gehabt eigentlich. Hoppala, das war Blödsinn. Lassen wir mal das graben hier. Ich schaue es mal außen rum, was es hier so gibt. Also ein bisschen hier. Und na gut, der Guru-Guru-Ding muss natürlich auch größer werden. Das ist ja wohl ganz klar. Na gut, und. Ja, wir könnten ein was probieren, aber das ist natürlich sehr, 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 sehr umständlich. Wenn wir da außen rumgraben, dann. Also das gute, wegen Gold wird man das sowieso erstmal machen. Dass wir denen wieder einen großen Weg bescheren können, weil ich kann das ja nicht leiden, wenn die hier ständig sozusagen bei uns schon in der Base hängen. Das eine Ding ist ja fast in der Base. Gut, die Guru-Guru-Farm können wir im Prinzip gleich hier so vergrößern. Lass mal es da noch ausheben und da mache ich gleich wieder zu. So. Und waschen müssen wir natürlich auch. Mehr Schnatterlinge auf jeden Fall. Kreaturen gleich mal anheuern hier. Ah, das war fast ein Fehler. Ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir gestartet. Ich hab's total überglückt jetzt gerade. So, die Nagwas will ich haben, dann will ich die auf jeden Fall haben. Dann das hier noch. So, ja gut, Kerga jetzt nicht, das ist nicht so wichtig. Dann können wir nämlich schon eine Arachnaiden zum Beispiel hier beschwören hier, die sind ja recht stark. Allerdings brauchen die auch ein größeres Zimmer hier, ne? Also das ist ja auch popelig hier. Auf jeden Fall hier mal ein Vierer Ausbau. Und dann machen wir hier noch einen Anbau. Ja gut, ich muss da, weil die Arachnaiden habe ich dann ja auf jeden Fall. So, der Friedhof. Naja gut, der Friedhof muss auch größer werden. Das tut mir leid, das muss sein. Ja, gut, das wird dann mal reichen, wenn wir den, glaube ich, so machen. So, na, dauert jetzt einen Moment, bis das gemacht ist hier. Was haben wir da noch? Da haben wir noch Mana rumfliegen. Zahltag. Sonst noch irgendwas Interessantes? Ja, da kann man ja hin, da. Kann man auch noch so ein bisschen gucken, was es da vielleicht gibt. Ach, was ist denn? Die Helden in der Gegend waren offenbar nicht gewillt, dem Treiben des abartigen Bösen nur zuzusehen und machten sich stattdessen auf den Weg, den Dungeon anzugreifen. Er braucht gar nicht kommen, ich hab nichts. Die Schnodderlinge des erkundungsfreudigen Bösen hatten einen Raum im Untergrund frei. Ah, mit Kisten. So, warte mal, das kann ich jetzt aber so gar nicht brauchen. Das machen wir zu. Ja, und die Helden kommen zum Angriff. Ja, ja, ich habe aber keinen Kuchen da, also gibt's von mir nichts. Hoffe, das ist in Ordnung für euch. So, dann kriegen die Untoten hier auch noch gleich ihren Grabsteinhof hier. So. Dann haben wir doch schon mal hier Turniergröße, sage ich mal so. Womit wir halt arbeiten können, sage ich mal einfach sowas. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, 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 Feinde. Ich kann euch jetzt gar nicht brauchen. Aber wenn es sein muss. Kreaturen. Wir brauchen. Ja, wir bräuchten, aber wir können nicht. 500. Mist. Haben wir denn generell irgendwelche Kreaturen? Naja, gut, eine Talia. Talia, wo bist du? Ah ja, gut. Verteidig das Dungeon-Herz. Ja gut, da ist das jetzt blöd natürlich. Jetzt soll ich nicht mein Geld wieder rauskauen, ne? Das wird auch nicht gleich kaputt gehen, aber. Ja, wir wissen jetzt halt. Ah, die gibt doch der Latschen hier. Ah, Mist. Ich wollte sie aufnehmen und nicht schlagen. Ja, toll, jetzt ich komme wieder. Ja, ja, dann komm halt wieder, wenn du meinst. Aber ja. So. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Das war mein Fehler praktisch eigentlich. So, Arachnaide, tu was.
Ja, allein kann der halt auch nicht viel ausrichten. Ja, das ist... So, aber ich kann Taya wiederholen. Oh, ein Spinnennest wurde angegraben. Ah, verdammt. Na, ich habe echt am Anfang wieder mal zu viel Geld gleich rausgehauen. Aber, naja, mach, hopp, auf wie. Ah, die kippt schon wieder. Ah, Mann. Nichts aus. Ja. Da ist sie schon wieder umgefallen. Das stimmt, die hält nichts aus. Warte mal, ich kann aber noch einmal einen anheuern hier. Jetzt müssen wir es doch eigentlich dann schaffen, oder? Wo ist denn der? Ah, warte mal. Okay. Ja, jetzt schlag doch die mal zusammen hier. Jetzt kann ich sie wieder herholen. Mein Schwager hat mir geschrieben, dass Thanos alle Felder im Süden niederbrennen ließ, damit die Bauern dort nicht mehr von ihrer Arbeit abgelenkt werden und als Soldaten für ihn kämpfen können. Okay. Ah, wir haben gleich ein Spinnennest gefunden. Mit der Diamantader. Ja, wenn ich mal ehrlich bin, das kann ich eigentlich gar nicht brauchen. Die wird nämlich immer wieder mal einen Marsch machen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ach, da geht's immer noch. Ach so, ja, das sind schon Spinnen da. Ja, Spinne gegen Spinne sozusagen. Ah, Mann. Das kann ich echt jetzt gerade nicht brauchen. So, wir brauchen mal einen Naga. Jetzt könnten wir mal einen Park anheuern noch hier. Das ist auch wichtig. Wir haben nämlich überhaupt nicht. Ich habe gedacht, wir hätten zumindest ein paar Monster hier schon mal da. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder Geld horten. So, was haben wir denn? Da hätten wir noch Gold. Ja, im Prinzip, wir haben überall noch Gold liegen, aber ja. So, das sind wir da. Da ist eine Goldader. Ja, und so wie ich das halt immer verstanden habe, hat der Spieler immer gesagt, wenn man da rum eine Schatzkammer baut, ja, dann ist das halt gut. Aber mehr Gold gibt es dadurch ja eigentlich nicht. Der Raum selber hat ja noch nicht mal irgendwie einen Effizienzbonus oder sonst sowas. Aber wir werden mal hier weiter gucken, was es sonst noch so gibt. Immer mal wieder ein bisschen mehr hier. Da kommen sie Spindel daher. Eure Schnodderlinge haben einen neuen Raum ausgebuddelt. Was habt ihr denn gefunden? Ah, magische Kisten. Okay. Schön. Finde ich nicht schlecht auf jeden Fall. Aber brauchen. So, da machen wir mal eine Schatzkammer drum. Ja, da steht ja vorzugsweise in der Nähe von Goldadern. Mal wieder hier mal was zu tun geben. Den kleinen Schnodderling. So. Es ist Zahltag. Ja, Zahltag. Wir nehmen noch einen Ork, wir nehmen noch einen Nager. Wollte ich schon sagen, Schnager. eine Banshee werde ich, glaube ich, jetzt erstmal nicht nehmen. Die mag ich nicht so besonders. Wir nehmen auf jeden Fall noch eine Arachnoide. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Und noch einen. So, dann haben wir erstmal unsere Stammmannschaft sozusagen fast zusammen. So, Angriff! Auf sie drauf! Weiß gleich, ob das was bringt, wenn ich direkt auf die drauf springe. Irgendwer kippt hier gerade aus dem Latschen oder so. Oder scheint mir so. Oh oh, ein Spinnennest wurde angegraben. Toll, das kann ich jetzt auch noch brauchen. Wo? Na gut, ne, das ist. Ist das ein Nest? Ne, es ist nur. Da gibt es eine Spinne, okay. Also nichts Problematisches eigentlich in dem Sinn. Nur das andere Nest ist halt problematisch. So, da sind wir soweit fertig, weil da kommen wir wellenweise natürlich Spinnen. Was zwar auch ein bisschen Training ist für unsere Monster, aber ja. Was? Schon Level 3? Wow. Ja, die haben Hunger. Ach so, da haben wir schon Zombies.
Ich habe mir nur gedacht, da nippelt gerade was ab, aber das waren dann wohl Zombie. Die geben ja recht schnelle Löffel ab. Ja, die sind immer so geschenkfreudig, die Zombies, ne? Also, die lassen einem immer was da. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Gut, das dann so. Ach ja, die Hühnerfarm haben wir noch nicht ausgebaut. Da war ja was. Hätten wir eh nicht gekonnt, weil wir kein Geld hatten vorhin. So, da haben wir auch noch Gold. Ich mal so machen. Ups, ne, da will ich nicht. So, die Musik kann jetzt wieder ruhiger werden. Der Kampf ist doch rum, oder? Haben wir ein bisschen Zeit für diese Spinnis hier? So, da muss ich jetzt aber dabei bleiben, weil... Ja, so viel zum Thema, da muss ich dabei bleiben, ne? Da ist schon jemand umgekippt. Das umtriebige Böse hatte ein Drachennest angegraben. Ja, bringt nee. Mich zu den Gegnern. Also das bringt uns nichts, da sind wir noch viel zu schwach für. So, jetzt haben wir einen Nager wieder eingebüßt, na toll. Und den Ork, naja. Das konnte man jetzt gar nicht brauchen. Gut, ich kann halt nicht nur auf die setzen, die werden zwar immer wieder belebt mit Mana, aber naja. Da sollte man natürlich auch bald das Arcanium herstellen. So, das war ein super Angriff. Eine Spinne weggeremst und die hält natürlich wieder mehr aus. Jetzt mal kurz gucken. Ja, das Arcanium haben wir ja schon. Das heißt, das könnte man auch weiter gleich anbauen. Wie war es wieder 3x3, ne? Das heißt, wir machen das so und noch eins größer, dann haben wir... genug Platz auch zum Mana lagern. Wobei wir könnten hier, wenn, dann können wir ja kommen. Dann machen wir es. Ihr kennt mich ja. Aber was gleich richtig groß hier. Was habe ich jetzt gemacht? Nix, okay. Hab schon gedacht, wir haben wieder eine. Ja doch, wir haben eine Goldarte hier drin in dem Raum. Naja. Was haben wir da noch? Mana. Das mag ich immer nicht, wenn eine Goldader im Raum drin dann hängt, ne? Wo ich gerade einen Raum bauen will und dann zack. Das ist echt blöd. Zweiter, ja gut, wir können noch weitere Räume ausheben, aber das könnte mal befüllt werden hier, aber wird's noch nicht. Da war einfach noch zu wenig Schnatterlinge. Tausend, uah, nee, das ist... da haben wir die Drachen, okay. Da haben wir irgendeine Falle wieder, oder was ist denn das hier? Ne, kräftiges Dungeon-Herz. Das Ding kullert die davon hier. Wie wende ich das an? Ich weiß gar nicht, wie man es anwendet. Naja. Ich hab gedacht, man werft es aufs Herz drauf, da kullert es davon. Hat das jetzt funktioniert? Nee, das rollte die ganze Zeit durch die Gegend. Warte mal. Kampf, wo? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Hey! Herz wird angegriffen. Ja, gleich nicht mehr. Die Leute kommen. Super, alle hat es getroffen. Das ist immer gut. So, und ich glaube, ich nehme tatsächlich noch eine dritte Naga. Vorläufig. Zahltag. So, okay. Mit den Spinnen hier da. Ist das das Nest? Nee. Das ist... Hä? Doch, das ist das Nest.
Tatsächlich. Die eine ist ankauen und die anderen, ja gut, das sind alles starke Spinnen. Wir müssen die platt machen, das hilft alles nix her. Hilfe! Ja, zumindest das Nest hier. Thanos hat angeblich die Stadt Strohhalm oder so ähnlich zerstört, weil er befürchtete, dass die Bewohner verseucht waren. Zu spät. Okay. Zu spät. Da ist sie wieder umgekippt. Naja. So, wir haben wieder mal einen Ork eingebüßt. Naja, beide Orks. Okay. Die holen wir uns wieder. So. Kommt da jetzt wieder eine Spinne? Ja, da kommt noch eine. Ja gut, die können wir platt machen. So, ja. Das stimmt. Bei dir nicht. Du kommst immer wieder. So, die eine Spinne schaffst du ja auch allein, oder? Naja, gut. Bin ein bisschen Hilfe. Haben die Zombies ein Level gekriegt hier. So, was hat denn das Nest noch? Ah, das kann man nicht abrufen. Schade. Aber jetzt sind nur noch drei Spinnen da. Ja, wir müssen irgendwie was tun. Also, das hilft alles nichts. Die ist voll. Warte, man kann doch... der Autosave hier. Man kann doch hier gucken. Zombies sind egal, aber die anderen sind voll, die anderen Monster. Das heißt, wir gehen nochmal hier. Wir stellen uns nochmal hier auf. Ah, Halbzeit beim Nest. Na gut, die Orks halten halt tatsächlich nichts aus, ja. Ja, und jetzt hat es noch ein bisschen das Nest und ja, das kriegen wir noch zusammen. Gut, das ist schon wieder zwei Orks platt hier. Ja, aber wir brauchen die schon, ne? So, Moment mal, da ist die Mauer noch kaputt. So, und was haben wir hier? Ach, da waren Spinnen beim Diamant hier. So, Gold. Unsere kleine Schatzkammer hier. Kann man noch ein paar Schnodderlinge holen? Verbesserung. Und dann müssen wir eben mal nach oben, ne? Das hilft alles nichts. Wir brauchen diese Bösheitspunkte. Kann das hier noch abgegraben werden? Natürlich, warum habe ich das noch nicht gemacht? Und da können wir auch den Raum noch ein bisschen vergrößern. So. Ja, man kann es ja später wieder mit Magie verbessern, aber naja. So, jetzt gucke ich mir nochmal meine Leute an. Ist noch ein bisschen angehauen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, nee, dann machen wir erst die Feinde platt. So, das sind nur Drachen, also da ist kein Nest oder nichts. Müssen wir mal gucken, was wir da sonst noch graben können. Ja, das geht so nicht. Da müssen wir hier auch so und... Na nö. Ach so. Ah ja. Bis Gott. Ja, dann brauchen wir hier eigentlich gar nicht mal groß weiter ausgraben. Das lassen wir dann so. Da war das Arcanium vorgesehen, genau. Das ist eigentlich viel zu groß, Arcanium jetzt.
Aber naja, das muss sein. Wir werden das Mana später brauchen. Da führt kein Weg dran vorbei. Jetzt lange mal drei Stück hier erstmal. Ach, das wäre eine Spinne. Ach so. Ach, die Zombies kümmern sich damit drum. Schaffen die das, die paar hier, wo da sind? Na, ich traue euch nicht. Kommt, wir werden mal alle holen. Dass da auch geheilt wird. So, jetzt haben wir den Raum näher fertig. Können wir es wieder zuschütten hier. Es ist Zahltag. Ja, zahlender Tag, schön. So, das ist eine Spinne, das ist eine Spinne. So, ich setze die mal hier wieder hin. Ich würde die Spinnen hier mal den Chaos machen. Ja, wieder ist ein Ork draufgegangen. Ja, den kann ich noch nicht nachkaufen, jetzt hat er. So, ja, jawohl. Jetzt sind die blöden Spinnen nämlich platt hier. Und wir können da draußen eine Schatzkammer bauen. Machen wir ruhig eine große Kammer. Was ist jetzt schon wieder? Neuer Bereich. Ach, mit dem Buch. Was heißt denn das? Ach, positiver Zahltag. Ah, ewig. Das müssen wir... Ja gut, das können wir irgendeinem Monster geben, aber ich weiß noch nicht welchem. Na komm. Ich nehme Miste, du bist raus. So. Ist egal. Dann gibt es uns immer Geld. So, jetzt hat er Schatzkammer. Ach, ich habe kein Gold mehr. Ach so. Ja, wieder so blöd, dass bloß einer dran klopfen kann. Das ist immer blöd, finde ich. Ja, auf, mach. Was kostet so ein Raum? 25. Hasse es. So, okay. Ja, da können wir wieder ein bisschen anschütten hier. Das noch ein bisschen enger. Weiß ja nicht, falls uns irgendwelche Helden besuchen wollen. Wenn sie sich da ja bedienen. Da müsste bald wieder eine Welle kommen, auf jeden Fall. So, und dann können wir doch mal hier hinten wieder weiter gucken, was es da sonst noch so gibt im Dungeon. Hoppala, falsch. Der Tod, der braucht man nicht. Sag ich. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Was habe ich gesagt? Die waren lang nicht mehr da. Also wird man sie doch mal gleich begrüßen hier. Aua! Rems! So, jawohl, das war's für dich. Ja, ja. So, dann haben wir hier noch zwei Spinnis. Die können wir, glaube ich, auch gleich mal platt machen. Hast du das auch gehört? Thanos soll ein ganzes Dorf abgebrannt haben, weil sich nicht alle freiwillig zum Krieg gegen das Böse gemeldet haben. Werft
mich über dem Feind ab. So, da muss ich jetzt eingreifen, weil da wäre es jemand abgenippelt. Ja, da nämlich. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Muss ja nicht hier immer jemand zu Schaden kommen. Da, wo schließen wir das mal an? Aber da hier. Dann haben wir noch wieder so ein bisschen Gold. Da können wir eigentlich auch mal außen rum graben anfangen. Kann man sich vielleicht irgendwo in der Mitte treffen. Da. Dann das sind die Drachis. Ah, tatsächlich haben wir gar nicht so viele Goldadern jetzt hier gefunden, ne? Fällt mir gerade nur so ein bisschen auf. Aber es reicht, wir haben ja gleich die anderen Goldadern da. Da gucken wir auch mal ein bisschen weiter. Jawohl, da wird Mana gemacht, das ist super. Ja, und die Spinnis, die müssen einfach. Ja, das sind halt starke, ne? So, macht mal die angreifen hier. Zahltag. Na gut, der Ork ist wieder platt. Naja. Jetzt hätte er noch ein Level bekommen, das bringt aber nichts im Endeffekt. So, und hier können wir wieder jetzt eine Schatzkammer draus bauen. Machen wir hier mal glatt. So, und da müssen wir auch noch eine Schatzkammer hinbauen. Ja, hi Drachis. Die machen ja im Endeffekt jetzt hier nichts. Einmal hat man es halt ziemlich cool, dass die Feinde da meistens bei denen vorbeilaufen mussten und dann wurden sie halt natürlich von denen auch angegriffen. Das hatte ich ja immer schon hier so mich gefragt damals, ob die auch andere Sachen angreifen, also dann nicht nur mich, sondern auch die Feinde, die ins Dungeon kommen. So, und jetzt gucken wir einfach mal, was wir hier noch so aufklären können. Oder ob wir hier so einen ziemlich langen Weg machen können. Ja, eigentlich ja, können wir das schon machen. Ich meine, hier können wir tatsächlich schon zumachen, oder? Ja. Das können wir abschließen hier, das Ganze. Und die Feinde, wo von hier kommen. Ja, ich weiß, das ist natürlich wieder ein riesen Umweg dann für meine Monster. Aber es ist sicherer, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben natürlich. Gut, wenn die Heldenportale aufgehen, dann haben wir eh wieder das Problem. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, genau, euch habe ich gemeint. Das ist eh hier so ein bisschen zerklüftet hier das Ganze. Können wir dann wieder zumachen hier, was wir nicht mehr brauchen. So, jetzt Adler, geht's ab. Jawohl, sehr schön. Ja gut, das ist jetzt natürlich taktisch blöd hier. Da machen wir einfach hier zu.
Dann haben wir unsere Schatzkammer hier in Ruhe. Und da müssen wir einfach mal gucken. Das dauert noch einen Moment. Dann können die, was haben wir da für ein Buch? Durstlöser. Kein Bier, ja gut, okay. Goldader. Das kann man auch so machen. Jetzt haben wir schon wieder was gefunden. Was denn? Ah, noch eine Diamantader. Sehr schön. Dann können wir auch hier eine Schatzkammer bauen. Ja, ein bisschen Gas geben bitte, ja? Wir haben doch keine Zeit. Da Gold. Und da machen wir auf jeden Fall. Ja, da haben wir zumindest drei Plätze, um mal. Nee, sogar alle Plätze. Perfekt. Ja, wir machen es trotzdem so, dass die Feinde hier durch die Schatzkammer laufen müssen. Und vielleicht durch das Gold so ein bisschen aufgehalten werden, dass sie sagen, oh, Gold. Wir holen uns das Gold oder so. So ist mein Plan. Ich möchte ja möglichst lang wieder... Also jetzt müssten wir ja hier. Ja, ja, das ist super. Jetzt haben wir hier nämlich einen Gang, einen ewig langen Gang. Da können sie auch sicher nochmal bedienen. Dann kommen sie her. Gut, das Heldportal, ja klar. Machen wir halt hier den Eingang. Aber es ist halt so. Irgendwo muss man einen Eingang haben. Da kannst du nichts machen. So, die Drachenechsen. Wir könnten die mal da lassen. Die tun ja nichts. Also, die haben jetzt hier kein Nest. Also tun die uns auch nichts. Da haben wir sonst noch irgendwie was. Na gut, da müssen wir später mal gucken, dass wir die Räume irgendwie erkunden. Da würde ich eigentlich mal sagen, ja, machen wir für heute Schluss. Das war so erstmal der grundlegende Aufbau vom Dungeon hier und ja, ihr kennt ja das ganze Prozedere. Wir haben es jetzt soweit so ein bisschen wieder gesichert, wie immer. Ja, ich sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Müsst ihr unbedingt dabei sein, ne? Lasst mir doch Kommentare und Likes da. Da ich mich riesig freuen drüber. Jetzt sage ich tschüss, bis dann, euer Lego.